Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Super Mario Maker One Level Per Day. Guck mal, wer da ist. Da ist der Troplay, die YouTube-Welt. Ja, Troplay. Irgend so ein dummer Smiley, kann ich nicht verstehen, aber gut, ist halt so. Und die Kari, und die Kari, und die Kari, Kari, Fumiko. Dann ist da hinten noch ein, DS, 2DS, 3DS, kann ich jetzt noch nicht entziffern. Ja, und, irgendwas ist da noch in der Mitte, irgend so ein Häuschen. Kann ich auch nicht entziffern. Aber okay. Die YouTube-Welt von Yokai Girlie. Vier von vier Leuten haben es geschafft. Na dann. Also optisch von außen sieht es schon mal super aus, muss man sagen. Sie hat auch gesagt, sie hat da sehr, sehr, sehr viel Zeit reingesteckt. Deswegen schauen wir uns das Ganze mal an und... Oh, guck mal, ich bestehe aus Wolken und Fragezeichen. Ach, ist das... Ist dieser komische Smiley? So, was ist das jetzt hier? Was ist das? Aus wie so ein Haus? Naja. Da unten habe ich auch noch nicht verstanden. Könnte ein DS sein? Oder ein Gameboy? Hm. Ich schaff's wirklich, hier einen Fail hinzukriegen. Ernsthaft? Seriously? Wirklich? Hier das betrachte. Könnten Gameboys sein. Irgendwie sowas in der Richtung. Okay. Was haben wir jetzt hier in der Unterwelt? Ein Weg, eine Röhre. Ah! Und hier bekommt man ein Leben. Okay. Finde ich super. Okay, da oben kommen wir jetzt nicht lang. Ist das schlimm? YouTube. Okay. Ich will gerade erstmal. Ich muss mal lesen. Was ist das? Können wir gleich gucken. Es gibt erstmal wahrscheinlich wieder ein Leben. Sag ich doch. Ein Leben! Oh, da oben nicht ordentlich zu Ende gezogen. Was ist das? Wie geht's runter? Ah, das Nintendo-Logo. Nintendo! Und viele Regenbogen. Das ist jetzt... Oh nein. Da komme ich nicht lang, ne? Ah doch, da kommt man raus. Habe ich nur eben gerade ein bisschen ungünstig geguckt. Und hier geht's dann wieder raus. Okay. Techno, Techno, Techno. So. Jetzt wollt ihr es natürlich wissen. Hat mir das Level gefallen? Also ich muss ja sagen, es war jetzt halt hier wirklich nur eine optische Darstellung von diesen einzelnen YouTubern. Also wie gesagt, Kari Fumiko und den Troplay. Mit einem Smiley und einem Haus. Also da muss man sagen, nee, das wird nichts, dass Kari und ich in ein Haus ziehen. Könnt ihr knicken. Ich glaube, wir würden uns die ganze Zeit nur die Köpfe gegenseitig einschlagen. Selbst wenn wir uns super verstehen. Stopp, stopp, stopp. Aber ich glaube, was das angehen würde, das würde Terror enden. Terror, Terror, sage ich euch. Trotz alledem gebe ich mal dafür einen Gefallen, ne? Und, wobei halt einige auch sagen hier im Stream, das hat keinen Stern verdient, denn, nur wegen einer Pizza... Mozzarella gebe ich doch nicht gleich einen Daumen nach oben. Ja. Aber da muss man dann sagen, wenn wir jetzt mal von der Pizza ausgehen, ja, Pizza kann man immer wieder essen. Also hat sich das auch schon erledigt, ja. Eine Pizza ist schön, sieht optisch immer gut aus, ja. Geschmacklich kann man sich darüber streiten, wie die Belege sind, deswegen gibt es da in der Kreativität einen Punktabzug. Nein.
das Design und die Optik waren in Ordnung, die Kreativität war halt zwar da in Form von dem Design, warte mal, das Design, vom Level-Design her war es nichts Besonderes, aber von der Kreativität und der Optik her war es in Ordnung. So. So, glaube ich, kann ich das am besten erklären. Deswegen gibt es da auch mal was, ne? Trollgegner-Spam unfair. Nee. War's nicht. Und die Leute sagen auch, im Stream, den hast du verdient. Das heißt, hier ist wirklich ein ehrlich verdienter, ohne irgendwelche Augen zu Stern. Okay, vielleicht der Wiederspielwert, weil ich das auf die Pizza bezogen habe. Gut, ja. Aber hallo, Pizza. Lass dich mal so stehen. Ich bin euer Traut rein. Tschüss.